reparieren. Also wenn ich den Schwachsinn auf N24 höre, ja, und sehe, also, da fällt mir was, das ist mir jetzt wurscht, was wollte ich denn sagen? Ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein. N24 ist erstens mal sowieso ein Scheißsender. Warum? Naja, Menschen ohne Zukunft, ja. Ist eine bescheuerte Sendung. Ja. Friedmann, habe ich schon was zu gesagt, ja, ein Verurteilter, der da auftreten darf. Ja, wenn ich da an den Andreas Türk denke, bei dem war nur der Verdacht, dass er eine Vergewaltigung begangen hat, der ist sofort von ProSieben entfernt worden. Ihr wisst warum. Ja? Also ich weiß es jedenfalls, warum. Ja? So, des Weiteren, ja, ich bin schon wieder aus dem Fluss, weil ihr habt ja keine Ahnung, wie sehr mich die anekelt, diese Feigheit von unseren Politikern. Ja? Diese kleinen Pisser, der Gabriel, was erzählt er? Man sollte was für die Deutschen tun. Na, dann fangen wir erstmal mit die Hartz-IVer an. Du geblödet kleine Drecksau. Ja? Erspar mal den Leuten, die Hartz-IV bekommen, 19% Mehrwertsteuer. Das wäre eine Hilfe, du Drecksau. Aber das hast du ja nicht vor, du Drecksau. Ja? Nein, du willst nur die Merkel stressen und dich profilieren. Das ist alles, was du willst, du Dreckschwein. Ja? Ich würde euch alle einsperren. Versteht ihr? Alleine schon wegen eurem Meineid. Ihr schwört und wisst, ihr könnt den Schwur nie einhalten. Alleine dafür würde ich euch einsperren. Und nie wieder rauslassen. Arbeiten, bis ihr tot umfallt, ihr Drecksäuer. Geil. Nee. Ich würde schon dafür sorgen, dass sie lange genug leben. Warum? Naja, ein paar Sklaven braucht man. Nein, nicht ernst nehmen. Ja? Ich bin schon für Gerechtigkeit. Ja? Für Gleichheit bin ich nicht, weil ich ja auch weiß, Gleichheit gibt es nicht. Jeder unterscheidet sich von dem anderen. Ja? Und das ist auch gut so, würde Wovereit sagen. Ja? Der letzte Bürgermeister, also vor dem Müller, jetzt haben wir ja einen Müller, der auch bekloppt ist. Ja? Ich sag ja, in Berlin, da ist zurzeit der Teufel los. Was sagt er da? Ja, die spinnen da, die Römer. Ist so geil. Nee, also ich bin froh, aus Berlin raus zu sein. Da kann man nicht mehr leben. Ja? Die haben so eine Macke. Ja? Die sind so dermaßen, ich rede jetzt nicht von den Berlinern oder von Flüchtlingen oder so, sondern ich rede von der Bundesregierung und alles, was damit zusammenhängt. Die sind völlig übergeschnappt, kriegen überhaupt nichts mehr mit. Der BND auch scheiße, ja. Von dem hätte ich ein bisschen mehr erwartet, ja. Hat zwar da am Stadion der Weltjugend, so hieß die U-Bahn-Station früher in der DDR, ja. Heute heißt sie ja bezeichnenderweise Schwarzkopfstraße. Erinnert mich sofort an die SS. Ne? Das ist gewollt. Das ist alles gewollt. Ich weiß das. Ja? Und lass mich davon noch nicht abbringen. Ja? Diese Wichser, Mann. Ja? Wenn es nach mir ginge, würde es keinen Geheimdienst geben. Wenn es nach mir ginge, würde es keine Armee geben. Wenn es nach mir ginge, würde es keine Waffen geben. Weil, warum? Braucht man nicht. Darum. So geil. Okay, tschüss.